Jetzt mit dem neuen Skills Lab für Großtiere haben wir eigentlich eine Infrastruktur geschaffen, wo Studierende im Moment zwar noch in wirklichen Veranstaltungen lernen, in Zukunft aber auch losgelöst von fixen Veranstaltungen einfach die Möglichkeit haben, insbesondere praktische Skills sich anzueignen. Es ist im Übrigen auch keine supervisierte Lehreinheit oder Lerneinheit, sondern es ist eigentlich unsupervised, weil die Idee eines Skills Labs ja die ist, dass durch Etablierung, Aufbau und dann auch Beschreibung der Station der Student oder die Studentin eigentlich alles an dieser Station findet, was er oder sie an Informationen braucht, also an theoretischen Informationen, um dann wirklich die praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten an der Station zu üben. Beispiel, es gab ja den Posten für die Geburtshilfe und das ist sicher etwas, da schaut man sich Bilder an oder einfach so Darstellungen von Fehllagen und Fehlstellungen vom Kalb. Und wenn man das dann hier so halb echt oder ja so echt wie möglich halt üben kann und auch mit den Korrekturmaßnahmen, die man dann anwenden soll, das ist sicher ein Posten, der fand ich jetzt sehr hilfreich, damit man das schon einmal so am Modell zumindest üben konnte. Die Idee, das wegzunehmen vom Tier und hinzuführen zu einem Modell, die kommt natürlich zum einen aus der Richtung der Ressourcenverfügbarkeit. Wir haben nicht immer zu jeder Jahreszeit genügend Patienten im Stall, an denen die Studierenden die gleichen Skills oder die gleichen Fähigkeiten und Fertigkeiten üben könnten. Und zum Zweiten sind wir natürlich auch noch sehr daran interessiert, im Sinne von Tierwohl und auch Tierschutz, möglichst viele Dinge vom Tier erstmal wegzunehmen in eine Art beschützte Umwelt, in der auch Fehler gemacht werden dürfen. Ja, und das Ganze findet dann auch stressfrei statt, weil wir ja nicht den Druck haben, dass das Kalb jetzt geboren werden muss. Und dann kann man halt sich alles noch einmal genauer anschauen und hat dann das doch schon einmal gemacht, wenn man dann in der Praxis ist. Und das ist meine Empfehlung, wenn man so ein Skills Lab aufbaut, wirklich eine Person hat, die dafür zuständig ist, das aufzubauen, die sowohl in die strategischen Entscheidungen mit einbezogen wird, aber dann auch operational es dann dort umsetzt. Und hier waren wir natürlich dankbar für die Möglichkeit, durch die Uni Bern im Rahmen dieser Förderung innovativer Lehre dort Stellenpunkte zu bekommen. Wir haben das dann selber noch ergänzt um so viele Punkte, die nötig waren, um wirklich eine versierte und auch erfahrene Mitarbeiterin, Tierärztin dafür zu beschäftigen, die dann über ein Jahr ausschließlich dafür zuständig war, dieses Skills Lab zu etablieren. Ja, es ist sicher ein tolles Angebot, auch dass das immer betreut ist. Ich meine, es ist auch ein großer Aufwand für die betreuende Person und alle, die das geholfen haben aufzubauen, und das ist sicher eine tolle Gelegenheit für uns. Also die Mitarbeit der Studierenden ist sehr gut und das Feedback der Studierenden ist auch überwiegend gut. Es gibt manche Studierende, die wünschten sich noch mehr Stationen, als wir jetzt schon haben. Andere Studierende sehen nicht in jeder Station sofort den Sinn der Station oder auch den Sinn der Übung. Wenn sie dann allerdings nach der ersten Einführungswoche in die Klinik wechseln, verstehen sie unmittelbar, warum sie die Woche davor etwas geübt haben. Und so ist also insgesamt unser Feedback recht gut. Und zwar nicht nur von den Studierenden, sondern auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kliniken, die nun festgestellt haben, dass wenn die Studierenden in die Klinik kommen, bestimmte Tätigkeiten einfach schon besser ausführen, sicherer ausführen und korrekter ausführen. Ich denke, das Schöne daran ist, dass man auch etwas praktisch arbeiten kann, weil das Studium doch sehr theoriebelastet ist und dies eigentlich die erste Möglichkeit ist, auch gewisse Handgriffe zu üben. Oder dann auch die Theorie einmal ja, im Praktischen anzuwenden. Ja, ich denke, dass man die Idee oder das Konzept eines Skills Lab, dass man das schon übertragen kann, auch auf andere Fachgebiete, dass man den Studierenden eine Lernumgebung schafft, die einfach aus der Kreativität heraus geboren ist und ihnen die Möglichkeit gibt, gewisse praktische Dinge, ob das vielleicht das
Programmieren ist oder das Schreiben ist, in einer mehr oder weniger geschützten Atmosphäre und vielleicht auch ohne direkte Supervision umzusetzen. Ich glaube, dass das für Studierende ein Umfeld schafft, in dem sie dann gerne lernen, weil sie fühlen sich nicht unter direkter Beobachtung und sie lernen an innovativen, aber auch applizierbaren oder praktisch relevanten Modellen. Und das, denke ich, kann man wahrscheinlich auch in anderen Fachbereichen oder Fachgebieten umsetzen.